Hier ist die Crosslaufbahn der Schule. Ihre Darstellung hierunter ist nicht maßstabgetreu. Ihr müsst eine volle Runde absolvieren. Frage: Wie lang wird euer Lauf sein? Zuerst müssen wir die Länge von dieser Strecke bestimmen. Das kann man durch den Satz des Pythagoras in diesem rechtwinkligen Dreieck. Die eine Kathetenlänge misst 234 Meter minus 74 Meter, also 160 Meter, und die andere Kathetenlänge, das ist 155 Meter minus 35 Meter, also 120 Meter. Durch den Satz des Pythagoras können wir also sehr schnell die Hypotenusenlänge herausfinden. Es geht aber noch schneller, wenn man sich daran erinnert, dass 3, 4, 5 Pythagoras erfüllen. 120, das ist 40 mal 3. Und 160, das ist 40 mal 4. Also misst die Hypotenuse 40 mal 5, das heißt 200. Die Hypotenusenlänge beträgt 200 Meter. Und jetzt können wir die Länge vom Lauf bestimmen, indem wir einfach diese Streckenlängen addieren. Das führt dann also zu dieser Addition und die Summe ergibt 698. Und demzufolge ist Antwort E die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.